Sibyl! Ja? Kann jetzt nicht, ich muss hier steuern. Was los? Also, wir haben wahnsinnig aufregenden und bewegungsintensiven Segeltag heute gehabt. Ja. Haben bestimmtes Groß einmal hoch und einmal runter genommen. Ja. Und die Arbeitsfock gegen das Code Zero getauscht, weil der Wind doch abflaute. Ja, Code Zero ist jetzt was? Code Zero ist ein Leichtwindsegel, was so wunderschöne Farben hat. Vielleicht kannst du mal darüber lenken. Lenken? Dann sehen unsere Mitseher vielleicht auch, was wir meinen. Ja, diese Farben tragen wir jetzt von Langeland nach Lolland, oder? Oder fast Lolland. Von Langeland nach zu so einer kleinen Insel, da gibt es einen Hafen, der heißt Kirkhaf, ne? Und da wollen wir heute anlegen. Aha. Nach, ich weiß gar nicht, wie viel Seemeilen. Jedenfalls ordentlich, wir haben ordentlich Erfahrung gesammelt mit diesem Boot, mit diesem Mast, mit diesen Segeln. Ja. Also großes Boot. Ja. Andere Kräfte. Ja. Ja, also. Okay, und was für Erfahrungen denn so? Was für Erfahrungen? Wir haben. Also auf jeden Fall haben wir eine wahnsinnige Geschwindigkeit drauf bekommen. Ja. Mit der ersten Besetzung mit dem Groß und der Arbeitsfock hatten wir teilweise 7, 8, also sogar, ich habe auch eine 8 gesehen, ja. 8 Knoten einmal. Aber ansonsten so zwischen 6 und 7. Knoten ist jetzt was? Knoten ist die Geschwindigkeit für Segelboote. Ach so, ja. Ja, und was heißt das in Stundenkilometern? Ich glaube, das nimmt man mal 2, so ungefähr. Ne? Und roundabout, kann das sein? Nee, 1,852, aber das stimmt schon fast. Also 1 zu 2 ist nicht ganz richtig. Okay. Und das ist viel, ja? Also ich finde das schon ziemlich viel. Und dafür, dass es so viel ist, hatte ich das Gefühl, dass gar nicht so ein Druck ist. Also wenn man so zur Seite guckt, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir so eine dolle Geschwindigkeit drauf ja. haben. Also das war schon irgendwie klasse. Und jetzt sind wir ja... Vielleicht wäre es wichtig, zur Erläuterung zu ergänzen, dass unter Motor würden wir nur 6 Knoten schaffen höchstens. Richtig. Bei Vollgas. Das ist ein guter Vergleich bei ja. Vollgas, genau. Mhm. Also wir hatten immer 1500 Umdrehungen und da sind wir immer so 5,2 so ungefähr. Knoten gefahren ja. mit unter Motor. Und wenn wir jetzt hier 6, 7, teilweise 8 Knoten gemacht haben, dann ja. ist es schon ordentlich. Und das alles nur mit Windkraft. Ich bin so happy. Wie war das mit anderer Schifffahrt so? Wir hatten ja einmal das Fahrwasser gekreuzt, wo es auch etliche größere Boote gab. Ja. Aber keins, was jetzt uns irgendwie bedenklich nahe kam. Also es war alles unproblematisch. Ja. Würde ich sagen. Scheint auch ich habe allerdings auch nicht die ganze Zeit hier am Steuer gestanden. Ja. Ja. Aber ich glaube, ne, wir hatten jetzt keine weiteren Begegnungen. Aber ist trotzdem ganz schön laut hier, oder? Ja, na klar. So ein Boot macht natürlich auch Geräusche. Vor allen Dingen, wenn irgendwas... Also wenn die Wellen dolle werden, ja. Ja, dann gerät der gesamte Hausrat fängt mit an zu wackeln. Ja. Und es macht teilweise schon Geräusche, an die man sich erstmal gewöhnen muss und die einem aber keine Angst machen sollten, weil es ist ja alles irgendwie in Kisten und verriegelt. Ja. Da kann nichts weiter groß passieren. Was? Aber was man auch vielleicht sagen muss, ist, das Bewegen an Bord bei so einem Seegang ja. ist nicht gerade leicht. Oder ja. sich zum Beispiel eine andere Jacke anziehen ja. oder Schuhe anziehen. Ja. Das dauert alles mindestens doppelt oder ja. dreifach so lange, weil man ja nebenbei diese ganzen Schwankungen austarieren muss. Ja.
Und es ist schon eine wackelige Angelegenheit. Was ein bisschen irritiert, ist die Kombi aus Sonnenbrille und irgendwie dicker Jacke und Handschuhe. Hä? Ja. Ja, also es ist nasenkalt, ja, ja. Nasen- und Fingerkalt. Aber also der Wind ist auch ordentlich. Man kühlt hier ganz schön aus, wenn man sich nicht die dicke Winterjacke und die Wollmütze, die schöne Wollmütze von Tine überstülpt. Ja. Ja. Ja, und im Hintergrund, das, was ihr so rauschen hört, ist es Code Zero, wenn es nicht genug Wind abbekommt. Ja. Und wenn wir jetzt gleich anlegen, was gibt es dazu zu sagen? Also dann hoffen wir so ein bisschen darauf, dass wir dadurch, dass wir in so eine kleine Landabdeckung reinfahren, also hinter diese Insel, liegt der Hafen wahrscheinlich so in südöstlicher Ausrichtung, sodass wir da von der Landseite ein bisschen windgeschützt reinkommen müssten. Und das ist so untersegeln. Na, vielleicht nicht ganz bis untersegeln. Also wir werden bis kurz davor segeln und wenn der Wind ein bisschen nachgelassen hat, nehmen wir das Segel runter und dann machen wir die übliche Übung. Erstmal Ausschau halten, das Anlegemanöver diskutieren und dann geht's rein in die Box. Also kein Anleger untersegeln. Heute wahrscheinlich noch nicht. Ja, verstehe. Also das wird sich zeigen. Also unter solchen Bedingungen würde ich das hier nicht machen. Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Ja, aus damit. Aber das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen unscharf geworden. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Vielleicht mal ein bisschen gucken. Ah, der Leuchtturm ist da. Wir sehen übrigens schon seit einer halben Stunde den Leuchtturm von Omöhl. Ja. Da, wo wir hinwollen. Okay. Ja, und dann ist vielleicht noch als spezieller Service für unsere Freunde vom Wasserschifffahrtsamt, vielleicht mal ein kleiner Blick nach Achtern. Dort ist also nicht, wie einige Leute denken, dass es so sein müsste, die Deutschlandflagge gehisst, sondern die Europaflagge. Und es gibt Menschen in Deutschland, die sind der Meinung, dass das dann bestraft werden muss. Dazu aber mehr bei Doc Schneider auf seinem Blog. Alles klar. Guti. Und wie sieht's denn aus? Was steht dann an im Hafen? Oh, ich glaube, heute muss der Skipper kochen. Ich bin schon ganz gespannt. Mal gucken, was die Kombüse so hergibt. Okay, wie weit haben wir es denn noch? Wir haben es genau noch 2 Meilen, 2 Knoten, 2,32 Meilen, Seemeilen, so rum. Genau. Und jetzt zum Schluss noch eine Botschaft an unsere Fans. Checkt es mal aus. Checkt unseren Kanal mal aus. Ihr werdet euch bestimmt amüsieren. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Und lasst einen Daumen hoch.